Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judogamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zurück zu dem besten PlayStation 3 Spiel der Welt, Red Dead Redemption. So, was habe ich denn da entdeckt? Seht ihr das? Da ist, glaube ich, irgend so ein Adler. Ja, ich glaube, ich gehe in den Schleichmodus. Oh nein! Kriege ich ihn noch? Ach Mist. Nein, der Adler haut ab. Oh, ach du Scheiße, Mann. Das wäre jetzt ein schöner Kill gewesen. So, ihr merkt schon, ich habe jetzt endlich das herausgefunden, wie man das in 720p aufnimmt. Sonst habe ich das immer in Ding aufgenommen. 500 irgendwas. Und bitte vergesst wieder nicht, das Headset auf 85% einzuschalten. Weil ich möchte ja nicht in mein Headset schreien, wie das manche machen. Wegen dem ist es auch ein bisschen leise, mein Gameplay. Oh, ich habe was entdeckt, Leute. Hirschalarm. Jetzt ist natürlich schwierig, so einen Hirsch auch zu töten, wenn man jetzt am Anfang gleich einen Esel hat, aber wir können es ja mal versuchen. Oh. Wow. Das ist so cool. Wer ist nochmal? Ach, ich finde das richtig cool. Einer hat mal in das Kommentar geschrieben. Es ist voll krass, wie die Kühe irgendwie so zu Boden fallen, finde ich auch, muss ich sagen. Ich finde das auch voll krass. So, wir sind jetzt im Multiplayer, wie ihr das schon sehen könnt. Und Multiplayer bedeutet auch, dass ich jetzt hier theoretisch zu den Leuten hingehen könnte, wenn sie mir eine Freundesanfrage schicken würden. Dann müssten sie mir aber erstmal eine Freundesanfrage schicken. So eine Truppeinladung heißt das, glaube ich. Oh. Jemand hat bereits ein Anrecht in einem Teil. Möchten Sie sich. Warte, jemand hat bereits ein Anrecht in einem anderen Teil der Welt beansprucht. Möchtest du dich dahin teleportieren? Ja, da gehen wir mal hin. Das kann ja nicht sein, dass jemand sich hier in eine andere Welt teleportiert hat. Nee, Anrecht er erworben hat. So, Anführer von Trupps können Markierungen für die Gruppe im Pausenmenü auf die Karte hinterlassen. Aha. So. Das ist irgend so eine Farm. Jetzt sind wir hier, glaube ich. Wo sind wir denn hier? Bin mir nicht ganz sicher. Können wir mal gucken auf der Karte. Ha, wir sind hier unten bei Chupa Rosa. Und jetzt hat jemand Anspruch erhoben irgendwie und jetzt müssen wir den irgendwie ausschalten, soweit ich das weiß. Oder das Gebiet besser gesagt nicht. Das Gebiet ja einnehmen, muss man sagen. Zum Glück fahren hier keine Züge rum. Wobei, man kann auch hier Multiplayer mit dem Zug fahren. Und zwar geht das, wenn man so eine Minenmission macht und dann kann man mit diesem komischen Minengefährt. Gott. Ich habe vergessen, wie man zielt, Leute. Ich habe das lange nicht mehr gespielt. So. Schwierig. Jetzt rufen wir erstmal unseren Esel. Da vorne ist das Gebiet, das wir mal beanspruchen müssen. Kann ich nochmal hier üben? Aha! So schießt man. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Jetzt bin ich schon tot. Jetzt bringt mir das nichts mehr. Vielleicht vom Esel aus den Gegner töten. Das wär's doch. Wie totale Eskalation ist das hier. Der Esel am Anfang ist ja wirklich. Das kannst du in die Tonne schmeißen. Daraus kannst du Lasagne machen, also. Das ist nichts. So, jetzt greifen wir mal an mit dem Esel. Machen wir mal die Esel-Taktik. Ach nein, bitte nicht. Nein, nein. Ach man, schon mal. Erst vorhin hat er mir eine Freundesanfrage geschickt und jetzt tötet er mich. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Keine Freundesanfrage, sondern wie heißt das? So eine Truppeinladung. Aber die ist irgendwie verschwunden. Yo, Kühe abknallen. Und zwar, das ist Trivudi25, ein cooler PS3-Zocker. Echt cooler Typ, muss ich sagen. Könnt ihr auch gerne mal adden, wenn ihr wollt. Ja, ich bin hier sowieso nicht oft online, aber Trivudi25 ist oft online. Ja, klar. Schreiben wir ihn einfach mal. Ja, klar. So. Zum Glück habe ich hier alles vorgeschrieben. John Marston beansprucht
Gebiet. Oh, schön für dich. Gott. Ach, ich habe jetzt irgendwie voll Lust, hier in die Gegend zu reiten. Einfach mal ein bisschen hier die Landschaft genießen. Geht's da eigentlich unten auch noch weiter? Man muss hier wirklich aufpassen, weil auch im Multiplayer wimmelt wirklich alles von Tieren. Da gibt es auch Schlangen, die hier rumlungern. Und das ist auch richtig geil gemacht. Boah, der Esel, der ist jetzt schon außer Puste. Komm schon, Esel. Lauf. Lauf. Stopp, Esel. Stopp. So, Leute. Ich sage jetzt einfach mal ciao. Aber wir gehen nicht einfach so aus dem Spiel. Sondern wir töten erstmal unseren Esel. Das tun wir. Keine Kühe, wie das Tribuli 25 gesagt hat. Nein, einen Esel. Aber wenn Tribuli 25 schon so ein nettes Kommentar geschrieben hat, dann tun wir das auch. Diese Kills tue ich nur für einen, und zwar für den PlayStation 3 Zocker Tribuli 25. So. Zack, Kühe töten. Die fallen richtig auseinander, das gefällt mir. So. So, jetzt ist TrueWoody25 auch glücklich. Und dann kann ich noch mit voller Elan sagen hier, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Sagt ciao. Peng, peng, peng.